Boah, Junge. Respekt. Nein, 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 die kämpfen. Hier sind Stinke, da könnte man sich verstecken. Man könnte es aber auch sein lassen. Hier ist alles verschlossen. Ich verstehe nichts. Ich verstehe nur Bahnhof. Kann man hier irgendwie kriechen? Ich mag nicht Spiele. Ich habe ja sowieso so einen Orientierungssinn wie so eine Banane, ne? Also, keine Ahnung. Aber Spiele, bei denen man sich noch so Sachen merken, was heißt so Wege merken muss, das geht bei mir gar nicht. Ah, okay. Wir sind schon mal weitergekommen. Wir sind schon mal weitergekommen. Oh. Jetzt müssen wir da hoch. Kein Blut mehr, wow. Boah, Junge! Mach mir keine Angst, ey. Du Freak. Was ist da los mit dir? Wir sind weitergekommen. Speicher bitte ab. Speicher bitte ab. Jetzt haben wir schon wieder eine Stunde gespielt. Zeit vergeht bei diesem Trickspiel. Oh ne. Stimme? Stimme? Seht ihr bei der nächsten Folge? Nein, Spaß. Seht ihr. Hä? Hey. Wie soll denn das gehen? Sag das doch, dass das so geht. Neues Ziel: Folge der Blutspur. Follow the Blut. Schon wieder zwei Batterien. Das ist das Gute. Man wird hier wenigstens mit Batterien, ja. Belohnen. Weil ganz ehrlich, ich hätte keine Lust, nochmal das ganze Spiel von Anfang an durchzuspielen, um die Batterien besser safen zu können. Weil dann wäre ich lieber hingegangen und hätte die Grafikeinstellung so hoch gedreht, dass ich alles so sehen würde, ohne Taschenlampe. Bin ich ganz ehrlich. Achso, ich sollte auch dem Blut folgen, ne? Junge. Das mit dem Umdrehen, das klappt nicht so, wie ich das möchte. Das wird auch nicht so klappen, wie ich das möchte. Das hat so geklappt, wie ich das möchte. Der kitzelt einen aus. Der kitzelt einen aus, habt ihr das gehört? Ja, vor Geistern habe ich keine Angst, aber... Ey, das war ja mal mega dumm von mir. Ah, hier kann ich hoch. Okay, das ist gut. Oh, bin ich dumm. Das ist das einzige Gute. Ich habe keine Angst vor Geistern, ja? Vor allem Angst, aber nicht vor Geistern. Aber wie komme ich jetzt... Komme ich da jetzt ganz hoch? Nicht hier überhaupt hoch. Ich versuch's nochmal. Wahrscheinlich kann man da gar nicht hoch und ich versuche nur dumm. Doch, das geht. Okay, das war. Hast mich gut verarscht. Respekt. Und das Bett wollen wir nicht. Mal gucken, was hier noch so ist. Gut gemacht. Leider nicht so viel Angst gehabt, wie vielleicht erwartet, aber. Okay, über diese Teile gehe ich nicht mehr. Ein bisschen haben wir ja auch dazu gelernt. Wir sind ja noch jung, ne? Lernt man noch dazu? Naja. Ihr seid jung, ich bin nicht mehr jung. Bin schon ein alter Sack. Okay, da geht wahrscheinlich was kaputt. Ich springe jetzt darüber, vergiss es. Über diese Dinger springe ich. Ich dachte, da steht einer. Oh mein Gott.
Ja, vor Geistern habe ich ja keine Angst. Ich glaube, da fährt die ganze Zeit so ein Aufzug entlang. Okay, ich sehe einen Pfeil. Das heißt, ich bin schon mal richtig. Wenn jetzt nochmal der Boden einbricht, dann ist es mega schlecht so. Dann wäre es erbärmlich. Ich würde zwar Angst haben, aber dann wäre es erbärmlich. Wisst ihr wieso? Weil zweimal so denselben Trick, den macht man nicht. Das ist, Lie, eine Lüge. Designtechnisch ist das Spiel geil. Ja, ich weiß, dass ich da lang muss. Ich wollte nur gucken. Normalerweise verstehe. Nee. Unfair. Unfair. Okay. Kann ich mich nicht unter dem Bett verstecken da? Wir lernen mal zur Not nach. Nicht, dass wir gleich im Weglaufen nachlernen müssen. Okay, die können mich aber nicht sehen, das ist das Gute. Nein, da wollen wir nicht hingucken. Mädels, ich hoffe, ihr habt alle weggeguckt. Nichts für kleine Mädels. Ich frage mich, ob die gefährlich sind, die Kerle. Die sahen nicht wirklich gefährlich aus. Mann, wie kann ich denn den austricksen? Nee, hier unten. Und die muss ich wieder austricksen können. Verstehe ich nicht. Ich hätte schneller laufen sollen. Dann hätte ich es, glaube ich, geschafft. Ich hätte schneller laufen sollen, dann hätte ich es, glaube ich, geschafft. Oh, oh, jetzt wird's knapp. Okay, okay, ich kann die Mustermädels wieder weggucken. Ich kann die Laufmuster von denen. Sollte ich jetzt wieder es nicht schaffen, dann kenne ich das Laufmuster von denen. Sind das drei? Das sind drei Stück, ne? Das sind drei Stück, wenn ich das richtig gezählt habe. Oder die haben ihr Laufmuster überarbeitet. Jo, und jetzt? Und jetzt? Was ist jetzt los? Ah, jetzt müssen wir hier so wieder. Das Ding, was nie klappt. Genau. Das aktiviert sich mega spät. Das nervt manchmal übertrieben. So, wetten, das bricht ein. Ne, das kann ich eigentlich. Wir müssen nur oben Jump'n'Run machen. Wenn wir hier runterfallen, können wir da wieder hoch. Das ist das Gute. Hey, das ist mal. Als ob.
Will der uns so verarschen oder müssen wir da ernsthaft überspringen? Boah, Junge. Respekt. Nein, 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 die Kämpfe. Okay. Die Cam ist weg. Jetzt lass mich raten. Jetzt sagt er, ohne die Cam geht der hier nicht raus. Folge der Blutspur. Du hast einen Camcorder, um dich im... Nein! Genius. Und jetzt? Soll ich jetzt wieder komplett zurück in den Keller gehen, oder was? Was ist los mit dir? Immerhin, immerhin ist auf einmal alles hell. Ein Pluspunkt an das Spiel. Die haben mitgedacht. Guck mal, eine Batterie. Jetzt sag nicht, wir müssen im Dunkeln den Camcorder suchen. Jetzt sag nicht, wir müssen im Dunkeln den Camcorder suchen. Ich meine, hier ist es ja noch angenehm, so. Ich hätte es mir schlecht dunkler vorgestellt, ja? Aber so wie ich das Spiel kenne... Hey. Nee. Ach, nee. Hey. Ja, okay, komm. Boah, hör mal das Spiel, ne? Oh, yo! Meine Freunde! Wie geht's? Habt ihr meinen Camcorder gesehen? Da ist er ja. Oder? Nee, das ist er nicht. Ah, hier geht's noch weiter. Oh Gott, bitte, Spiel, gib mir doch einfach meinen Camcorder und lass mich hier raus! Ernsthaft? Wieso kann ich das nicht aufheben? Hä? Bin ich hier von der falschen Seite gekommen? Kann mir das einer sagen? Hallo? Das leuchtet doch. Drück alle Tasten, ihr könnt es hören. Bin ich hier von der falschen Seite? Ich glaube, ich bin von der falschen Seite gekommen. Ah, okay. Finde einen Weg in den zweiten Stock. Okay, jetzt weiß ich schon wieso. Wow. Wieso ist denn der Camcorder kaputt? Das gefällt mir gar nicht. Naja, dass mir da ein paar Leute hinterherlaufen, gefällt mir auch nicht, aber dagegen kann ich nicht viel machen, außer laufen, ne? Und ich glaube, das Spiel ist so aufgebaut, dass man immer nur in einer Richtung laufen kann. Okay, 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 okay. Das Spiel ist echt so, ja. Ich bin so dumm, ne? Ich bin so dumm. Ich hätte mir das so denken können, als ich schon gesehen habe, dass ich den Camcorder nicht aufheben kann, ne? Ich hätte mir sowas von denken können. Aber nein, ich bin dumm. Ich denke so, ha, guck mal, da ist der Camcorder. Das war mega dumm von mir. Das war so, so offensichtlich. Das war richtig offensichtlich, da muss ich schon genau. Okay, ich glaube, hier sind wir runtergesprungen. Ich mache einfach das Ganze nochmal. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal lang können. Aber ich mache es einfach. Also wenn ich das richtig sehe, sind wir bisher nur einmal gestorben. Also wir einmal und einmal Kevin, zusammen zweimal.
Das ist, ich finde die Quote ist eigentlich ganz okay für so ein Spiel. Natürlich haben wir es noch nicht durchgespielt, aber ich glaube, man merkt schon deutlich, dass man so Richtung Ende kommt. Okay, da komme ich ja jetzt gar nicht mehr hin, ne? Ah, okay, doch, da komme ich hin. Da komme ich hin. Ich nehme alles zurück. Finde Vater Martin im Vergewaltigungsblock. Was? Verwaltungsblock oder Vergewaltigungsblock? Ich glaube, ich habe mich da gerade ein bisschen verlesen. Martin, wo bist du? Das ist der Martin. Okay. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Jo. Mein Weg nach draußen. Ein. Ja, okay, dann geh ich mal. Es gibt nur einen Weg nach draußen, naja. Ich will behaupten, es gibt viele, nur das Spiel möchte uns nur auf einem Weg rauslassen. Das behaupte ich mal. Ich bin mal auf die, auf das Ende der Story gespannt, so. Ich bin auf das Ende der Story gespannt. Immer nichts, okay. Ja, das wird jetzt wieder. Das wird wieder so ein Spiel. Ist hier uns überhaupt hinterhergelaufen? Nee, ne? Ne, der ist nicht uns hinterhergelaufen, ist jemand anders hinterhergelaufen. Aber anscheinend macht er jetzt alles kaputt. Ja, Mehrkampf. Ich muss überlegen, doch, 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 das passt, das passt, das passt. Obwohl, nee, 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 ich würde sagen, hier, wo es wieder ein bisschen heller ist, lassen wir den Mann alles kaputt machen und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, Leute, danke erstmal fürs zu Ende schauen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt noch eine der letzten Daisy Mod Videos und unten ist der letzte Outlast Teil. Bis zum nächsten Mal.